Moin! In der letzten Zeit mache ich mir echt viele Gedanken, ja, wie sich dieser Kanal gestaltet und weiterentwickelt. Aber wie ich das Ganze immer starten soll, das ist mir irgendwie immer noch so ein bisschen ein kleines Rätsel. Die Begrüßung ist irgendwie immer ganz heikel. Die Woche war bei mir eigentlich ziemlich cool. Also sie startete ziemlich cool und entspannt. Ich habe auch die ersten Gäste wieder betreut, beziehungsweise auch Treffen abgemacht und Treffen tatsächlich auch gehabt. Das erste war mega cool. Das war mit einem Gast, den ich vorher noch nicht kannte. Ja, das hat echt sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten eine sehr schöne Stunde Sex und das passte einfach gut. Er war so ein bisschen verschlossen am Anfang, ist dann aber immer mehr oder auch ziemlich schnell eigentlich auch aufgeblüht. Und ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Begegnung. Dann am nächsten Tag, den habe ich mir dann irgendwie zugeknallt. Ich weiß nicht warum. Also ich habe am Vormittag zwei Termine gehabt mit Stammgästen. Da wusste ich so, was mich erwartet. Und das war auch cool und sehr entspannt. Und danach ist noch ein Freund vorbeigekommen und dann hatte ich noch so organisatorische Anrufe zu erledigen. Irgendwie, das war auch ein bisschen anstrengend und dann hatte ich noch ein Fotoshooting. Das war total cool, aber auch ein bisschen anstrengend. Das Shooting war ein Gruppenshooting. Und es war mit Freundinnen. Und es hat echt mega Spaß gemacht. Das sind auch alle Sexworker. Und ja, irgendwie bin ich auch sehr stolz, denn genau so ein Foto kann halt echt nur rauskommen, wenn Sexworker sich zusammensetzen und sagen, wir wollen mal irgendwie ein cooles Shooting zusammen machen. Die Bilder wird es auf jeden Fall in der nächsten Woche, also im Laufe der nächsten Woche, online auch zu sehen geben. Haltet Ausschau. Ja, das war allerdings alles ein bisschen sehr lang und sehr anstrengend und das war dann insgesamt so ein 15-Stunden-Tag und am Freitag war ich dann einfach platt und hatte keine Energie mehr und fand das auch eigentlich sehr, sehr schade. Eigentlich hätte ich noch gerne einen anderen Gast getroffen und ich war aber echt einfach ohne Energie und dann habe ich für mich auch festgestellt, lohnt sich das auch nicht. Am Samstag dafür habe ich mir gedacht, okay, jetzt mache ich aber was ganz Entspanntes und es ging für mich in die Sauna. Ich bin schon fast tiefenentspannt. Sauna ist echt das Geilste, was es überhaupt gibt. Ich habe schon zwei Aufgüsse hinter mir, einmal mit Birkensud und einmal mit Kaffee. Das war sehr, sehr gut schonend. Gleich geht es nochmal ins Dampfbad, was ich total liebe. Dann kann man sich also diesen Beauty-Kram irgendwie in die Haare schmieren ins Gesicht und super einweichen. Ich hoffe, ihr hattet auch eine gute Woche und wir sehen uns definitiv in der nächsten Woche. Dann vielleicht mit ein paar interessanten Filmen. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Haltet auf jeden Fall Ausschau. Es würde mich sehr freuen, wenn wir uns da wiedersehen. Und ja, bis dahin. Mach's gut.